Hallo meine Freunde, willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir, beziehungsweise zu einem kleinen Guide-Video und zwar zu Fischer Online. Wir befinden uns, wer hätte das gedacht, in USA, Kanada, Thousand Islands, also in dem kostenpflichtigen DLC. Heute geht es um den Fisch, den ihr hier seht, den Regenbogenstint. Der ist ein bisschen ärgerlich und schwierig zu fangen, weil es echt lange dauert, bis man ihn hat und dann hier auch noch bis 1,6 Kilo, bis man die tägliche Quest fertig hat, ist schon irgendwie widerlich, aber gehört dazu. In diesem Sinne, ich werfe hier gerade mal eben aus und dann zeige ich euch mein Setup. Also, folgendes, hier starten wir. Wir laufen einfach hier rüber zu 109, 276 und werfen dann hier aus und zwar in dieses, wenn wir Richtung SW, also Westen gucken. Und zwar hinter dieses kleine Grüne, da wo gerade eben auch mein Ding hingegangen ist, mein Auswurf. Wenn wir Glück haben, haben wir einen Beifang, ist sehr viel blauer Sonnenbarsch oder eben Crappie. Blauer Crappie. So, ich zeige euch auch gleich das Setup dafür. Muss mal gerade mal gucken, dass ich da in etwa wieder richtig auswerfe. Habe ich mal ein anderes Futter probiert, ein Forellenfutter. Aber naja. So, das sollte es sein. Also, folgendes Setup. Wir haben drei Routen und zwar immer mit einem Nullerhaken, mit einem Futterkorb, mit dem Fertigfutter, erfolgreiches Fischen und Blutwurm als Köder. Das Ganze haben wir hier zweimal. Beim dritten Mal bin ich gerade am Experimentieren, ob das klappt mit meinem selbstgemischten Forellenfutter, was ich aber bisher nicht so das Gefühl habe. Auch wieder Nullerhaken und wieder den Blutwurm als Köder. So, jetzt hoffen wir mal, dass hier einer dran ist. Komm, komm, komm schon. Ne, blauer Sonnenbarsche. Ne, goldener Putzer. Also ich angel hier jetzt schon gefühlt seit einer halben Stunde, meine ich. Und das ist das, was ich bisher gefangen habe. Also wie ihr seht, ein einziger Regenbogenstint. Also die sind recht selten und davon halt 1,6 Kilo zusammenzukriegen, ist halt schon nicht so toll. Aber es gehört halt eben auch dazu. So, jetzt hoffen wir mal, dass nochmal einer beißt. Nein, das ist wieder ein goldener Putzer. Ja, also um die Quest abzuschließen, solltet ihr viel, viel, viel Geduld mitbringen. Allerdings können wir doch die zum Köderfisch. Aha. Aha, den goldenen Putzer können wir verarbeiten zu Veilchen. Das machen wir auch direkt, weil wirklich viel Geld gibt er ja nicht. Fischfetzen, dann nehmen wir den Crappie dafür. Bei den Fischinnereien. Na, den behalten wir erstmal. Gucken wir mal, was er bringt. So. Also beißen tun die Fische hier recht schnell, allerdings halt ist unser Zielfisch nicht so oft dabei, das ist wieder ein goldener Putzer. Blau. So. Was ich sogar schon überlegt hatte, wäre einfach nur zum Probieren hier einen Einserhaken mal drauf zu machen. Futter weg, Haken Einser. Und dazu wieder der Blutwurm und jetzt nochmal das erfolgreiche Fischen, weil es damit am besten klappt. So. Ja. In dem Sinne war es sogar schon, was mein Setup angeht. Hoppala, das war die falsche Angel. Die hier. Ist doch wieder ein goldener Putzer. Natürlich ist es ein goldener Putzer. Mann, 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 Mann. Ja. In diesem Sinne war es auch schon wieder von mir mit meiner. Mit meinem kleinen Guide-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und in diesem Sinne sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. See ya!